So, und vor diesem Hintergrund müssen wir nochmal zurückblenden. Jetzt kommt also der Karl Heinrich Theodor Knorr nach Heilbronn und heiratet am 29. April 1838 dann auch noch eine Heilbronner Bürgerstochter, die Caroline Seifert, sehr zum Verdruss seines späteren Schwiegervaters. Der mochte den Kerl nämlich nicht, den Schwiegersohn. Und überhaupt Heilbronn mochte eigentlich überhaupt nichts Auswärtiges damals, denn Heilbronn war ja viele, viele Jahrhunderte eine große, bedeutende, finanzkräftige, freie Reichsstadt gewesen, also praktisch ein eigener Staat im großen Deutschen Reich. Und es kam da 1806 der Napoleon daher und hat mit einem Federstrich alles zu Ende gebracht, hat den dicken Friedrich, den Herzog von Württemberg, zum ersten württembergischen König gemacht. Und der durfte sich dann auch das stolze Heilbronn eingemeinden und hat aus dem stolzen Heilbronn, aus der ehemaligen freien Reichsstadt, irgend so eine Oberamtsstadt im Königreich Württemberg gemacht. Die Heilbronner sind damals auf die Barrikaden gegangen, aber es hat nichts geholfen. Es war nun mal so. Und dann kam später sogar der neue König, der junge König Wilhelm dazu, nachdem sein Vater gestorben war. Der hat 1817 gesagt, wir brauchen eine neue Infrastruktur. Wir müssen den Neckar künftig schiffbar machen bis nach Stuttgart. Der Neckar war nur bis nach Heilbronn schiffbar. Und die Heilbronner Kaufleute und Spediteure haben sich natürlich am Warenumschlag dumm und dämlich verdient. Sie haben gesagt, also ohne uns. Und daraufhin musste der König Zuchthäusler vom Hohen Asberg einsetzen, um den Neckar schiffbar zu machen durch den sogenannten Wilhelmskanal, den man heute noch sehen kann und auf den man bei der Bundesgartenschau kürzlich unglaublich stolz war. Schaut mal, das ist unser Wilhelmskanal. Den wollten sie nicht damals. Aber wie gesagt, er wurde gegraben und später ist dann Heilbronn aufgestiegen zu der größten Industriestadt im Königreich. Es war das schwäbische Liverpool, so hat man Heilbronn genannt. Und trotz allem, die Heilbronner Bürgersfamilien, die alteingesessen, haben sie zwar immer noch dumm und dämlich verdient, aber allem Fremden gegenüber war man misstrauisch, den Schwaben gegenüber sowieso, den Württembergern. Und wenn dann noch einer vom großen Vaterland kam, der noch nicht einmal Dialekt konnte, also furchtbar. Und genau so einer war dieser Knorr und heiratet nun am 29. April 38 die Caroline Seifert. Und hast du also die Hand meiner Tochter bekommen, wirst du hoffentlich in eine unbeschwerte, glückliche Zukunft führen. Wie dir wohl nicht verborgen geblieben ist, hat mich die Wahl meiner Tochter nicht gerade hoch erfreut. Aber wenn die Liebe zuschlägt, vergessen die Menschen ihren Verstand. Von der säuerlichen Miene, die sein Schwiegervater Christian Seifert heute am Tag der Hochzeit seiner Tochter demonstrativ zur Schau stellte, ließ sich Knorr jedoch keinesfalls seine gute Laune verderben. Schließlich war es in ganz Heilbronn ein offenes Geheimnis, dass ihn der knorrige Kaufmann viel lieber nach Buxtehude gewünscht hätte, als ihm, einem demnächst 38 Jahre alten, verwitweten Handlungsreisenden aus Braunschweig, seine Tochter zur Frau geben zu müssen. Der zähneknirschenden Einwilligung ihres Vaters zur Vermählung waren deshalb heftige Auseinandersetzungen vorausgegangen. Doch Caroline hatte die Wahl ihres künftigen Ehemanns erbittert verteidigt, allen väterlichen Drohungen und Wutausbrüchen zum Trotz. Um keinen Millimeter werde sie zurückweichen. So hat es noch vor wenigen Wochen den Anschein gehabt, als käme es deswegen zwischen Vater und Tochter sogar zum endgültigen Bruch. Niemals werde ihr sein Einverständnis zu dieser Verbindung geben, hatte Seifert ihr wieder und wieder ins Gesicht geschleudert. Ausgerechnet Knorr, wie diesem dahergelaufenen Zichorien-Café-Verkäufer aus Hanau, einer Witwer, der dazu noch ein minderjähriges Kind zu versorgen hat, das ist doch wohl nicht dein Ernst, du. Du kennst den Kerl doch gar nicht richtig. Aber ja, sie haben ihn in den vergangenen Jahren durchaus näher kennenlernen können. Schließlich sei er doch mehrmals im Jahr auch bei Ihnen vorstellig geworden, wenn er seine Verkaufstouren für den Kaffeeersatz durch Süddeutschland absolviert habe. Also Knorr hat Kaffeeersatz, Sichorienkaffee, Muckefuck verkauft, sonst gar nichts. Ich kenne ihn also gut und lange genug, um zu wissen, dass er der Richtige für mich ist. Und um meine Hand hat er auch bereits angehalten. Nicht nur Tage, sondern wochenlang hing nach dieser Aussage der Haussegen bei den Seiferts schief. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung hat die zu allen Konsequenzen bereite Caroline auf dem Heilbronner Ratshaus deshalb bereits eine Auswanderungserlaubnis nach Kurhessen beantragt, wo der in Kesselstadt bei Hanau wohnende Knorr auch alles in die Wege leitete, um dort vor Caroline sofort das Bürgerrecht zu erwirken. Es war der Zeitpunkt gewesen, an dem der alte Seifert schließlich einknickte, nachdem er einsehen musste, dass es seiner Tochter bitter ernst war. Nun galt es also für ihn, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und durch engagiertes Handeln das Allerschlimmste zu verhindern.
Dass dieser Tag in Seyferts Augen nicht unbedingt als Freudentag verbucht werden würde, das konnte man ihm folglich schon von Weitem ansehen.